27. November 2023. Was habt ihr als Greenpeace gerade für eine Aktion gemacht vor dem Bundeskanzleramt? Hier im Kanzleramt hat sich heute Olaf Scholz mit den Bossen der Autoindustrie getroffen, um darüber zu reden, warum es so langsam vorwärts geht mit dem Umstieg auf Elektroautos. Wegen diesem langsamen Umstieg ist der Ölverbrauch auf deutschen Straßen auch immer noch so hoch. Ölverbrauch gleich klimaschädlich. Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir viel schneller auf Elektromobilität umsteigen. Und die Greenpeace-Aktivisten haben sich heute hier mit einem großen Ölfass vor die Tür gestellt, um dagegen zu protestieren, dass immer noch so viel Öl verbrannt wird auf deutschen Straßen, und Bundeskanzler Scholz dazu aufzufordern, endlich den Ölverbrauch selbst in die Hand zu nehmen. Wisst ihr was über den Ölverbrauch von Deutschland? Sind da Zahlen bekannt, wie hoch der ist? Ja, Deutschland ist an Stelle 1 in Europa beim Ölverbrauch und an 10. Stelle im weltweiten Ölverbrauch. Zwei Drittel des deutschen Ölverbrauchs sind auf den Straßenverkehr zurückzuführen. Was wären denn alternative Energieträger zum Ölverbrauch? Also was könnte man konstruktiv machen, auch von Seiten der Bundesregierung? Elektromobilität ist ein wichtiger Hebel, also der Umstieg auf Elektroautos. Einerseits, andererseits Alternativen zum Auto auszubauen, wie Bus- und Bahnverkehr. Ist das Deutschland-Ticket da ein guter Weg für den Verkehr auf die Schiene zu bringen? Definitiv. Das Deutschland-Ticket ist ein wunderbarer erster Schritt, um den ÖPNV, also Bus- und Bahnverkehr, in Deutschland attraktiver zu machen. Es hilft natürlich aber nur den Menschen, die auch wirklich gerade Zugang zu gutem ÖPNV haben. Das heißt, der Ausbau von Bus- und Bahnverkehr auf dem Land ist auch ein unglaublich wichtiger Schritt, um Alternativen zum Auto auszubauen. Wie waren bisher die Reaktionen auf eure heutige Aktion? Also gab es von der Polizei Ärger wegen dem Ölfass, was vor dem Bundeskanzleramt stand? Also weil die Polizei ist ja noch im Hintergrund zu sehen, war die damit nicht einverstanden? Also die Polizei hat natürlich versucht zu verhindern, dass diese Aktion stattfindet. Natürlich, aber es geht ja nicht um die Polizei hier, sondern es geht um die Message, um die Botschaft, die quasi an die Bundespolitik und an die BürgerInnen da draußen. Wo kann man sich, vielleicht als letzte Frage noch, wo kann man sich weiterführend informieren und wie kann man vielleicht auch Greenpeace unterstützen oder mitmachen? Ja, also auf greenpeace.de finden Sie weitere Informationen. Da gibt es auch eine Studie, die wir erst vor zwei Tagen veröffentlicht haben, zum Ölverbrauch Deutschland und welche Rolle der Verkehr dabei spielt. Und da finden Sie auch weitere Informationen, wie Sie spenden können oder wie Sie auch aktiv werden können vor Ort. Vielen Dank für das Interview. Gerne.